dieses Thema, dass man eine Durchgängigkeit der Bearbeitungsschritte hat, die eine medienbruchfrei arbeiten kann und verschiedene Systeme miteinander sprechen lassen kann, departementsübergreifend und auch systemübergreifend. Und wir haben das am Beispiel der eidgenössischen Stiftungsaufsicht. Das klappt. Macht das super. Jetzt kann ich da klicken, genau. Am Beispiel der eidgenössischen Stiftungsaufsicht. Die haben sich da angeboten, weil es relativ klein ist, sind 50 Mitarbeiter, davon 30 Juristen, und die haben die Aufgabe, die Stiftungen zu bewerten. Das heißt, es ist eine Aufgabe, die Stiftungen bewerten sich nicht selber. Das sind dann Jahresberichte bewerten, Regimentsänderungen durchführen, Statutenänderungen und sonstige Dinge, Geldwäsche-Themen spielen noch rein und derartige Dinge. Die haben diese Aufgabe. Und es kommen jedes Jahr 200 Stiftungen mehr hinzu und die Mitarbeiter steigen nicht. Das heißt, es muss irgendwas gemacht werden, um das zu managen. Der Vortrag, nach rechts. Genau. Das zu mir, mich kennt ihr schon, wo ich zu finden bin. Das nächste. Genau, das war die Situation vor einem Jahr. Muss ich vorstellen, 30 Juristen. Jede Stiftung hat zwischen 50 und 200 Seiten im Schnitt an Jahresberichten und Statutenänderungen und so weiter. Das sind 2 Millionen Seiten, die 30 Mitarbeiter lesen müssen. Und die Leute sind zu einer profunden Bewertung eigentlich kaum mehr dazugekommen. Und jetzt kann man natürlich das mit vielen Juristen lösen, dass man sagt, jedes Jahr ein neuer Jurist, aber das ist jetzt nicht der geschickte Weg. Und deswegen ist ihm letztendlich nur übrig geblieben, dass man wirklich einen Cut macht. Und bei dieser kleinen Stiftung hat man das tatsächlich, oder bei diesem kleinen Amt hat man das tatsächlich machen können. Man sagt, man will von Grund auf digitalisieren. Und das geht dann nicht nur in Digitalisierung, was wir gesehen haben. Das war die ursprüngliche Idee, dass man gesagt hat, digitalisiert. Aber letztendlich geht es zu einer digitalen Transformation. Man ist gekommen und ist hergegangen, der erste Schritt. Und hat die bestehenden Prozesse angeschaut und hat versucht, die bestehenden Prozesse digital abzubilden. Wo man dann relativ schnell gescheitert ist, weil das nicht gematcht hat mit dem intuitiven Vorgehen eines Mitarbeiters. Also hat man die Prozesse neu gedacht und hat wirklich versucht zu überlegen, wie will man in 5 Jahren arbeiten, das heißt den gesamten Geschäftsprozess überarbeitet. Das sind dann zum Beispiel Themen wie bestimmte Dinge müssen unterschrieben werden, händisch. Dann muss man sich fragen, wieso muss das, wo steht es, dass es tatsächlich unterschrieben werden muss. Das steht nirgends, aber das haben wir schon immer so gemacht. Und diese Dinge muss man hinterfragen und geht es nicht anders. Und so ist ein komplett neuer Prozess aufgedacht. Also wenn man einen neuen Prozess hatte, hat man gesehen, die Organisation passt gar nicht mehr auf diese Prozesse. Das heißt, es ist eine Organisationsentwicklung in Gange gekommen. Und wo wir jetzt sind, ist nach einem Jahr, wo es eingeführt ist, wir sind noch nicht fertig, ich werde nahe darauf zukommen, ist es, dass auch ein Kulturwandel unbedingt notwendig in der Art, wie man zusammenarbeitet. Das ist so dieser Prozess, den wir gemacht haben. Das heißt, vorher, die Corona-Zeit, jeder kann sich noch erinnern, die Leute sind, wenn sie für 2 Tage Arbeit wollten, sind sie mit Rollkoffern gekommen. Und alle 2 Tage mussten sie die Rollkoffer füllen und wieder austauschen. Also viel hin und her, viele Medienbrüche. Und so haben die Büros in der Regel ausgesehen. Bitte weiter. Und das ist die neue technische Sicht. Und jetzt kommt das API-Management oder vor allem der Micro-Integrator. Ich werde nachher zeigen, wo wir den Micro-Integrator tatsächlich gebraucht haben, rein. Was wir genommen haben, es hat eine große Marktstudie gegeben. Wie lösen wir das technisch? Und wir wollten die eidgenössische Stiftungsaufsicht von A bis Z digitalisieren. Das heißt, keine manuelle Arbeit mehr außer am Computer. Und
hat es eine relativ große Marktstudie gegeben und es ist, welche Systeme nimmt man, baut man ein proprietäres System oder ein Mischsystem und in Anbetracht der Kostensituation hat man gesagt, man möchte, wenn es irgend geht, Standardsysteme benutzen. Und in der Bundesverwaltung sind gesetzt als Dokumentenverwaltungssystem oder auch als Workflow, Dokumenten-Workflow-System ist das GATHER, das ACTA Nova gesetzt. Da ist sowieso Pflicht, dass alle Geschäftsfälle in ACTA Nova, also auch die Aufsicht über Stiftungen, muss hier dokumentiert werden. Dann haben wir das SAP, das nicht zu umgehen ist. Die gesamte Finanzbuchhaltung muss in SAP stattfinden. Das heißt, man kann sich übergehen, was viele machen dann mit proprietären Lösungen. Sie machen die ganze Arbeit in dieser proprietären Lösung und tun das Ergebnis als in SAP rein oder in GATHER rein und nutzen das als Datenbank. Dann haben wir EasyGov, das ist das Portal von außen, genommen. Das haben wir deswegen genommen, das ist das Standard-KMU-Portal des Bundes. Das besteht schon. Das heißt, man muss keine extra Security-Identifizierungsmaßnahmen oder sonst irgendwas aufbauen, sondern die haben diese ganzen Prozeduren bereits reingebaut. Und das ist nur eine kleine Abteilung, die hinzukommt, haben wir das genommen. Und dann haben wir ein Scanning Center, das die Unterlagen scannt, also auch Fachdaten, also strukturiertes Scannen natürlich. Und das BWL haben wir mit einer Druckstraße angebunden, das heißt, dass der Mitarbeiter auch nicht mehr zum Drucker gehen muss. Und ESV, das ist dieses eidgenössische Stiftungsverzeichnis, haben wir gesehen, dass wir das Verzeichnis, das online ja vorliegt, dass wir das automatisch füllen können und abgleichen können, was früher alles manuelle Arbeiten. Das heißt, die Aufgabe war, dieses System zusammenzubinden und das ESA-Projekt war ein Leuchtturmprojekt und nicht umsonst, weil es uns zum ersten Mal gelungen ist, das wirklich komplett zu machen. Das heißt, ich werde es nachher noch in der Systemübersicht zeigen, der Mitarbeiter orchestriert aus dem GATHER raus alle Systeme. Es heißt nicht, dass er sie steuert, die Prozesse. Aber er stößt sie an und kriegt das Ergebnis mitgeteilt. Ob ein Brief tatsächlich versandt ist, ob eine Rechnung tatsächlich gestellt wurde und derartige Dinge. Lesebestätigung vom Kunden, wenn er seine E-Mail, die er über EasyGov bekommt, runterlädt. Das war also ein neuer Schritt, dass man das tatsächlich über GATHER machen kann. Das EasyGov als Kundenportal wurde mit einer History ausgebaut, das heißt modern dahingehend, dass eine Stiftung seine Daten eingibt und die letztjährigen Daten wieder sieht, den ganzen Briefverkehr dort gespeichert hat. Und dann ist noch hervorzuheben, dass letztendlich seine Teamleistung, da spielt auch die neue Zusammenarbeit rein. Das heißt, wir haben wirklich mit allen Leistungserbringern zusammengearbeitet, wir haben mit externen Firmen zusammengearbeitet, unterschiedlichen Hierarchien zusammengearbeitet und haben dieses Projekt innerhalb eines Jahres umgesetzt, so wie es jetzt dasteht. Und das bedingt auch eine neue Zusammenarbeit, dass man nicht mehr auf Hierarchien schaut, sondern dass man direkt darauf zugeht und wirklich eben ohne große Machtdistanzen miteinander spricht. Vielen Dank. Also der neue Weg ist, wie gesagt, die voll digitale Arbeit. Der Mitarbeiter kann den ganzen Prozess aus dem GATHER raus steuern. Er kann mit dem Laptop arbeiten, ohne Medienbruch. Er muss nicht mehr ausdrucken, sondern er schickt jeden Brief an die Druckstraße. Er hat Unterstützung mit Vorlagenmanagement, dass er so Briefteile einfach reinziehen kann für so Standardbriefe. Remote ist natürlich einfach und man hat natürlich eine ganz andere Basis für digitale Auswertungen. Dass ich sage, wie ist die Durchlaufzeit einer Prüfung? Wie ist, wann kommen wie viele Reglementsänderungen rein? Und derartige Dinge. Und später, das wird eine Ausbaustufe sein, wollen wir noch, im Moment haben wir ganz recht, die Aufgabe ist ja, die Stiftungen zu prüfen.
Und was jetzt im Moment gemacht wird, ist noch eher den Jahresbericht zu prüfen. Und das intuitive Wissen eines Mitarbeiters, der weiß, der mal die Stiftung kennt und ein bisschen einschätzen kann und viel Erfahrung hat, kann er einschätzen, wie tief er prüfen muss oder nicht muss oder soll. Und künftig wollen wir eine Art Rule Engine bauen. Die werden wir nicht im Gever bauen können, weil dafür ist das Gever, dieses Acta Nova, nicht ausgelegt. Und da geht es einfach darum, dass wir mit hinterlegten Rules, mit denen auch ein bisschen spielen kann, schauen, wie Stiftungen bewertet werden können. Bewertet in Rot. Und diese ganzen von diesen Cracks designten Wege, nicht alle, aber viele Wege, habt ihr dann gesehen, die Leute gehen ganz woanders hin. Die Wege sind anders. Und genauso ist bei dieser Digitalisierung. Die groben Schritte festlegen und dann das Detail später nacharbeiten. Und das machen wir auch in dem Projekt, indem wir haben top-down das jetzt hingestellt. Wir haben natürlich mit den Usern geredet, mit den Juristen und haben die Prozesse so gut wie möglich aufgenommen und interpretiert und umgesetzt. Und ich vergleiche das so, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben das Haus gebaut und die Inneneinrichtung, die muss jetzt von den Usern geschehen. Die User, das sind einerseits die internen User, aber auch die Stiftungen, die externen. Die müssen jetzt auch sagen, natürlich stöhnen sie, dass sie jetzt digital eingeben müssen. Das ist genauso wie Steuererklärung. Es ist am Anfang auch eine große Klage gewesen, dass die Leute das dann digital eingeben müssen. Aber wenn man es ein, zweimal gemacht hat, wird man es nicht mehr missen wollen und den Papierkrieg nicht mehr führen wollen. Cultural Change, die Mitarbeiter, die muss man wirklich mitgeben. Und es hat sich auch Verschiebungen gegeben, dass man bestimmte Nachschulungen macht mit den Mitarbeitern, dass ganz andere Skills auch gefragt sind. Es sind keine Sekretariatsarbeiten mehr gefragt, sondern es ist wirklich Vorprüfungsarbeit, die auch ins Inhaltliche reingehen. Dann Pflege der Stakeholder, das ist ganz klar, also vor allem der internen und externen. Die externen sind extrem wichtig. Stiftungsverbände, die sehr mächtig sind, man muss sich vorstellen, in den Stiftungen, da sitzt ja nicht, sag mal, hin zur Kunst drin, sondern da sitzen dann Leute drin, die da nicht mich anrufen oder den Stiftungschef, sondern den Bundesrat anrufen. Oder beim Gespräch sagen, hey, was ihr da macht, das ist also wirklich nicht gut. Oder so irgendwas. Damit muss man rechnen. Die administrative und technische Koordination darf man nicht unterschätzen. Wir haben viele Stakeholder. Wir haben viele Leistungserbringer. SAP wird von einem Leistungserbringer in der Bundesverwaltung verwaltet. Das Acta Nova von einem anderen, das EasyGov wieder von einem anderen, das BBL ist wieder eigene Institution. Und alle diese Institutionen haben eine eigene Projektkultur, eine eigene Betriebskultur. Und wenn jemand mit SAP zusammengearbeitet hat, das ist ein Monolith, der sagt, es gibt SAP und außenrum vielleicht noch ein bisschen was, aber ist unwichtig. Und da kommt dann API-Management und Microintegration, dass man die Schnittstellen dazu baut. Wir müssen miteinander arbeiten. Intensive Schulung darf man nicht unterschätzen. Und das Projekt ist nach Go-Live noch lange nicht zu Ende. Das bedeutet, die Schulung muss weitergehen. Der Innenausbau ist wahrscheinlich nie zu Ende. Und es geht dahin, dass man effizient arbeitet. Und wir sehen die Effizienzsteigerungen schon, dass wir im Grunde genommen jetzt die Arbeiten wirklich steuern können, wirklich durchkriegen in der Zeit und die Luft haben, bestimmte Dinge genau zu analysieren. Wenn ich jetzt nächste Folie gehe. Hier sind wir, nochmal, ein bisschen weiter gehen. Acta Nova, das ist Zentrum. Das steuert als nächste noch. Einfach ein bisschen weiter gehen. EasyGov und PESIT, das sind die Eingänge. Da werden die Daten eingeben, da werden einzelner Bilanzsummen zum Beispiel, Umlaufvermögen und derartige Dinge werden eingegeben. SAP, Finanzbuchhaltung ist gegeben, BWL, die Druckstraßen, dann kommt das Magic Tool, das bearbeitet in Acta Nova, also im Gever, bestimmte Dinge, zum Beispiel die Zuweisung von Dossiers, dass die, oder von Dokumenten, dass sie ins richtige Dossier fließen und derartige Dinge. Das automatisch läuft. Dann der Microintegrator, der einfach diesen unglaublichen Vorteil hat, dass man hier verschiedene Schnittstellen hat und auf die verschiedenen Systeme zugreifen kann.
Ansonsten kann ich das nicht weiter. Dann haben wir als Standardschnittstelle, da sind wir verpflichtet, das zu nehmen, die SEBEX. Einfach fertig klicken. Genau. Und genau. Und der Microintegrator, da komme ich nachher ein bisschen genauer drauf, der macht ein paar ganz wichtige Dinge, die wir so nicht machen können. So wie wir das da sehen, vor 2 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. In der Bundesverwaltung. Das heißt, das ganz. Genau. Was man hier sieht, ein bisschen so wie die Datenströme angezeigt. Das heißt, die Daten gehen von TESSI oder vom Scanning Center rein ins Akanova, werden dort mit einem Pre-Handler oder mit einem Magic Tool zugewiesen. Das gleiche, das digitale Portal. Kommen Daten rein, die Stiftung kann Anfragen stellen, man kann eben sich mit der Stiftung unterhalten. Was wir auch gesehen haben zum Beispiel, dass wir eigentlich wollten, wir, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen nur E-Mail zu, also nur die EasyGov-Schnittstelle und ansonsten nur noch Post wie normal. Aber es gibt nach wie vor Telefon und nach wie vor E-Mail, die außer der Reihe kommen. Und da sind wir zum Beispiel dabei, dass wir diese E-Mails auch ganz offiziell da reinkriegen und sauber zuordnen können und in Prozessen reingehen. Und das nächste gehen, einfach fertig machen. Genau, das sind die beiden Hauptanbindungen. Wir haben einerseits dieses ZEDEX, also Secure Data Exchange, das vorgeschrieben ist vom Bund. Und dann den Webservice, die SOAP API, das für den Zugriff auf Akanova gesetzt ist. Akanova bietet, glaube ich, keine andere Schnittstelle an. Das heißt, und SEBEX haben wir EasyGov, Scanning Center, SAP und BWL angebunden. Und das Akanova, bestimmte Daten rauszubekommen, ist einerseits das Magic Tool, das eine Eigenentwicklung ist, und der Microintegrator. Wenn wir gleich das nächste gehen, auch durchklicken. Ja. Das ist der gesamte Prozess, so wie wir ihn sehen, wenn wir den Jahresbericht anschauen. Ja, ich kann leider nicht selber klicken, weil sonst wäre es ein bisschen flüssiger. Aber vielen Dank. Das Ganze fängt an mit der Pendenz. Das ist wie, man muss sich vorstellen, wenn ich eine Steuererklärung abgeben muss. Dann kriege ich einen Brief, bitte geben Sie Ihre Steuererklärung ab, und so kriegt eine Stiftung, bitte geben Sie Ihren Jahresbericht ab. Ganz am Anfang wird das Dossier angelegt. Das Dossier wird angelegt in Akanova, das wird mittels des Magic Tools angelegt am Jahresanfang. Da steht drin, wann für eine bestimmte Stiftung der Jahresbericht fällig ist. Das ist für jede Stiftung unterschiedlich, je nach Gründungsdatum in der Regel, denke ich. Und dann brauchen wir den Microintegrator, der jeden Tag durchschaut und durch Akanova und durch die Stiftungen, wann ist der Termin fällig, dass die Pendenz rausgeschickt werden muss. Und er findet dann jeden Tag ein paar, und dann wird die Pendenz an die Stiftung geschickt, entweder über Post, also falls die Stiftung nicht digital ist, oder über das EasyGov-Portal. Dieser Pendenzenbrief und Versand, das wird alles automatisch erstellt. Da hat kein Mitarbeiter mehr was damit zu tun. Das heißt, der Brief geht automatisch raus an die Stiftung, und kein Mitarbeiter muss sich um irgendeinen Termin kümmern. Dann wird der Jahresbericht von der Stiftung erstellt und entweder mittels Formularen unterstützt an das Scanning Center oder an die Stiftungsaufsicht geschickt, dort gescannt oder über EasyGov eingegeben. Dann kommt es bei uns an, dann wird es geprüft vom Sachbearbeiter, vom Juristen, und da an der Stelle würden wir gerne eine elaborierte Rule Engine einbauen, das uns sagt, müssen wir genauer hinschauen oder müssen wir weniger genauer hinschauen. Dann der Prüfbericht wird automatisch erstellt
entweder ans BWL zur Druckstraße über die Post rausgesendet oder ans an ISIGAF gesendet. Und gleichzeitig wird die Rechnung gestellt, auch automatisch versendet und geht an die Stiftung. Das ist so ein Prozess, und es gibt dann Prozesse auch für formelle Rechtsgeschäfte, Statutenänderungen, Regimentsänderungen und derartige Dinge. Das heißt, der Mitarbeiter, der muss eigentlich hier nur hier eingreifen. Er kann sich konzentrieren auf seine wesentliche Arbeit. Wenn wir weitergehen nochmal. Genau, Microintegrators. Das heißt, wo setzen wir ihn ein? Wir setzen ihn ein, einerseits bei der Auslösung des Jahresberichts. Das heißt, er schaut jeden Tag durch in Akanova und sieht nach, wann ist für eine bestimmte Stiftung der Jahresbericht fällig, dass der Pendenzenbrief rausgeht. Er schaut auch jeden Tag nach, wann ist eine Frist fällig. Auch da muss sich ein Mitarbeiter nicht mehr kümmern drum, ob eine Frist überfällig ist oder nicht. Das wird mittels Microintegrator gemacht, der dann das meldet und automatisch einen Mahnschreiben rausschickt. Und zwar die Fristverlängerung, die erste Mahnung wird automatisch ausgeführt, die zweite nicht. Weil die zweite ist dann ein bisschen kritischer, da muss man dann eher hinschauen und muss vielleicht ein bisschen persönlicher werden in der Stiftung. Dann gibt es einen Stammdatenexport zu ISIGAF. Die ganzen Stiftungsdaten, weil der Owner der Daten, es geht auch das Prinzip once only, data once only, das heißt, dass er Daten nicht redundant überall hält. Akanova hat die Datenhoheit über die Stiftungen. Das heißt, die Stammdaten, die Stiftungsdaten gehen an ISIGAF. ISIGAF braucht die Daten. Wenn eine Stiftung Daten eingibt oder sich neu anmeldet, muss ISIGAF wissen, ist die Stiftung dem Bund unterstellt, ja oder nein? Oder ist die Stiftung schon da oder nicht da? Das ist einfach ganz einfach Abgleich, aber das muss gemacht werden. Der Stammdatenexport Stiftungsverzeichnis, dass das automatisiert aktualisiert wird. Und dann ein Prozess, da geht es darum, wer hat die Hoheit über wen. Und SAP ist für die Finanzbuchhaltung zuständig. Das heißt, wenn eine neue Stiftung kommt oder eine Stiftung sich Adressdaten ändert oder derartige Dinge, dann muss es immer mit SAP abgeglichen werden, weil SAP führt auch die Adressdaten. Und vor allem, wenn eine neue Stiftung ist, muss SAP eine Debitorennummer anlegen oder eine Rolle künftig. Und es passiert dann so, dass der Microintegrator auch eben diese Daten an SAP gibt, die Daten dort abgeglichen werden. Und wenn eine neue Stiftung ist, wird dort eine neue Stiftung in SAP angelegt, automatisch natürlich. Und gleichzeitig die Debitorennummer kreiert. Die Debitorennummer geht dann zurück in Akanova und wird dort eben für die Rechnungsstellung auch wieder hinterlegt. Das sind so die Themen, und bin nicht sicher, ob ich einigermaßen in der Zeit geblieben bin. Ist gut. Ja. Vielen Dank. Fragen? Wie lange, also wann hat das Projekt angefangen? Ein Jahr. Was ist ein Jahr? 14 Monate, 15 Monate. Das ist machbar. Ich sage es immer, wenn jemand sowas nachbauen will, das geht. Es geht. Es gibt immer so diese Sage, ich brauche gute Engineers, ich brauche gute Softwareentwickler. Ja, das braucht man alles. Letztendlich sind es die Weichenfaktoren. Man muss als Team zusammenarbeiten und dann funktioniert sowas. Das kann nicht sein, aber ich sehe sehr häufig dann auch, dass wann machen wir den nächsten Termin, und dann werden die Timelines durchgeschaut, wann jeder Zeit hat, und dann kommt der Termin raus, ein Folgetermin von einem Meeting in 3 oder 4 Wochen. Und das kann nach Wichtigkeit von Themen, müssen das Tage sein maximal. Man muss wirklich dann, das geht nur, wenn die Leute freiwillig dabei sind.
ist es in der Planung für die Stiftung, Zugriff auf ihre eigenen Daten zu geben von außen? Die haben den Zugriff auf ihre Daten haben sie dadurch, weil das sind letztendlich die Daten, die sie eingegeben haben. Ja, aber können die danach, Gedankengang ist, wenn halt was nachgeliefert werden muss, dass sie darauf zu und dann da noch weiter bearbeiten können? Und wie ist der Zugriff geregelt? Das ist im Moment eine gute Frage, ja. Aber letztendlich geben sie die Daten ein. Sie werden nie Zugriff auf Actanova haben, ist klar. Aber sie werden immer sehen, was habe ich eingegeben. Was auf EasyGov angedacht ist, es ist noch nicht wirklich in der Planung, dass sie die letztjährigen oder letzten Daten angezeigt bekommen und sie dann nur noch korrigieren müssen. Das korrigieren. Ja. Aber das macht EasyGov noch nicht. Okay. Also eine gute Idee, ja. Ja, wenn man es sieht. Habt ihr schon was gemessen, was jetzt besser wurde, effizienter, weniger Kosten? Wir haben eine unglaubliche Transparenz. Das ist unglaublich. Die Leute haben vorher gar nicht gewusst, also hat sich niemand vorstellen können, wann welche Themen auftauchen, wie lange Durchläufe gehen. Das ist nicht messbar gewesen, sondern das ist auch diese Doktrinität, das heißt, dass Dinge immer gleich bewertet werden. Jeder weiß, seit Kahneman, glaube ich, heißt er. Dieser Forscher, der am Montag bewerte ich anders wie Freitagnachmittag. Das ist so. Und das passiert bei denen auch. Und das ist eine gewisse Konstanz. Und dadurch, wenn es länger läuft mit der Rule Engine, passiert auch weniger Fehler. Es ist immer noch die Intuition oder der Mitarbeiter, der Sachbearbeiter, der den Entscheid hat. Aber er wird wirklich unterstützt. Nicht das System soll den Mitarbeiter steuern, sondern der Mitarbeiter des Systems. Wobei, wenn man sich diese komplexen Systeme wie Actanova oder SAP anschaut, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie er wen steuert. Ist das an einem Tag mit einem harten Cut umgestellt worden? Oder gab es irgendeinen Übergangsfrist dann? Das ist mit einem Tag mit einem harten Cut umgestellt worden und dann 3 Monate nach Wien. Was waren so die größten Nachwehen? Die größten Nachwehen hat, dass man viele Prozesse abgeschnitten hat, die man dann händisch reinkriegen musste, nachbearbeiten musste. Und das waren große Themen, vor allem dann auch Schulungsthemen. Schulungsthemen auch für die Stiftungen. Wie kann ich mich anmelden? Wie gebe ich Daten richtig ein? Und das ist natürlich eine große Fehlerquelle auch, nach wie vor. Wenn ich heute eine UID, eine Unternehmens-ID eingebe, man kann sich nicht vorstellen, wie oft das eine CHE-Nummer, wie häufig eine CHF-Nummer eingegeben wird. Also es war wirklich harte Arbeit. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass wir da 3 FTEs im Grunde genommen permanent dran haben mussten, um Daten von einem System ins andere, einen Prozess sauber digital zu bringen und ohne dass man irgendwas vergisst. Und dann hat man auch bei der Digitalisierung ein bisschen unterschätzt, weil man das Mengengerüst nicht kannte. Es hat dann häufig geheißen, das macht das Sekretariat, das macht der Eingang, das macht man Eingang. Und was wir dann gesehen haben, dass der Eingang, dass es der Flaschenhals gewesen ist, wo man relativ schnell aufbohren musste und das korrigieren musste. Ja? Kurze Frage noch. Der Versand, der Briefversand, ist das auch ein IT-System, das dann angesteuert wird? Und ja. Wenn ja, kann das direkt Actanova angesteuert werden? Oder ist da auch wieder der Micro-Integrator dazwischen? Da ist der Micro-Integrator nicht dazwischen. Das ist ZEDEX. Das ganze Paket wird an die Druckstraße gesendet und die Druckstraße druckt es dann aus. Und die ist aber auch dann so intelligent, dass wenn ich einen Jahresbericht schicke und eine zugehörige Rechnung, dass wir über eine Blindzeile in der Rechnung oder im Dokument der Druckstraße sagen können, dieser Prüfbericht, der muss mit dieser Rechnung zusammen in einen Brief. Können die.
Schilddruckstraße hätte Restschnittstellen, aber Gemma kann keine Restschnittstellen öffnen. So ist es. ZEDx ist natürlich eine Sache, die das nicht beschleunigt, muss man sagen. Aber ist gesetzt. Und wir haben gezeigt, dass wir das machen können. Und ich bin der Meinung, Standardsysteme, dass sie genutzt werden müssen, muss man sie einsetzen. Sie sind nicht für alles geeignet. Sie sind nicht geeignet, wenn ich zum Beispiel mit dem Atanova jetzt in dem Fall, wenn ich mit einem Smartphone irgendwas haben muss, wie ein Vertriebsmitarbeiter. Da kann ich es nicht einsetzen. Ich kann es auch nicht wirklich für Realtime-Anwendungen einsetzen. Das wird auch schwierig werden. Aber letztendlich, wenn wir jetzt eine Rule Engine bauen, dann bauen wir das nicht hier, weil dafür ist das Dokumentenverwaltungssystem nicht geeignet. Sondern ich kann hier Workflows abbilden. Das heißt, eine Dokumente oder Unterlagen, Anfragen kommen rein und dann gehen die zu diesem Sacharbeiter oder zu diesem Team. Oder wenn sie in einem bestimmten Stadium sind, müssen sie signiert werden digital und dann muss es weitergehen und dann muss eine Rechnung ausgelöst werden oder irgendwas. Ja. Das kann ich mit dem System gut machen, aber ich kann nicht irgendwie kompliziertere Bewertungen anstellen, Größe kleiner und ist gleich, das glaube ich geht noch, aber sonst nicht. Wenn keine Fragen mehr sind. Thank you.